Wie gewinnt man Kunden mit wenig Geld? In diesem Video teile ich 4 Launch-Hacks, die mir damals im Aufbau von Litza Low Carb Pizza geholfen haben, Kunden zu gewinnen, Reichweite aufzubauen und mehr Umsatz zu machen. Los geht's! Servus, Marc hier von Startup Schlau. Ich war 2016 mit Litza bei Höhle der Löwen und habe das Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern und mehr als 5 Millionen Euro Jahresumsatz 2020 erfolgreich verkauft. Und jetzt kommen 4 Hacks, die mir damals geholfen haben, schneller zu starten. Hack Nummer 1, früher Marktverkauf. 2015, als wir angefangen haben, mein Mitgründer und ich, Matthias, in der heimischen Küche selbst unsere Pizzateige auszurollen, haben uns gesagt, wir können jetzt hier ein halbes Jahr Rezepte entwickeln, Freunde einladen, die uns dann wahrscheinlich immer sagen, wie toll das ist, was wir alles machen, oder ganz schnell raus am Markt. Dreimal raten, wir haben uns für Zweiteres entschieden und sind auf einem privaten Streetfood-Hinterhofmarkt etwa 3 Wochen nach der Uridee zu Litza für den ersten Verkauf gestartet. Haben also eine Plane gedruckt bei Flyer Alarm, haben einen Ofen gekauft bei eBay Kleinanzeigen für irgendwie 85 Euro und haben uns mit Freunden dahingestellt, um diesen ersten Verkauf zu initiieren und reales Marktfeedback reinzuholen, wenn Kunden Geld bezahlen. Und das ist der absolut entscheidende Faktor. Das Feedback ist nur echt, wenn eine Geldtransaktion passiert. Weil dann sagen die Leute, ich habe jetzt 6,90 Euro dafür bezahlt, aber es schmeckt mir überhaupt nicht. Das ist Kacke, was ihr da macht. Oder Leute sagen, ah, interessant, ist das auch glutenfrei? Und wir sind durch diese Verkäufe auf eine Zielgruppe gestoßen, die wir gar nicht im Kopf hatten, weil uns der Aspekt Low Carb wichtig war, aber die Zielgruppe Glutenallergiker oder Sensitive, wir nicht mal wussten, dass die überhaupt existiert, aber für unser Produkt insofern geeignet war, als dass wir eben Samen und kein Getreide verwenden und das Produkt deswegen auch glutenfrei ist. Wir haben also durch diesen realen Marktverkauf nicht nur erste Umsätze erzielt, sondern direkt Kundenfeedback gewonnen, um diesen Product Market Fit schneller zu initiieren und es hat richtig gut geklappt. Hack Nummer 2, Superteig Beta-Test. Als wir aus dem Foodtruck herausgewachsen sind in den Aufbau einer kleinen Teigproduktion, haben wir uns gefragt, wie verkaufen wir dieses Produkt jetzt? Irgendwo lag der eigene Online-Shop nahe. Wir haben uns also hingesetzt, einen kleinen Online-Shop programmiert, aber wir haben uns gefragt, wie erreichen wir jetzt erste Kunden? Und was wir gemacht haben, ist eine Kampagne namens Superteig Beta-Test. Litza hieß nämlich vorher Superteig. Und haben also mit so einer kleinen Anzeige auf Facebook in verschiedenen Gruppen gepostet, hey, wir suchen Beta-Tester, die unser Produkt testen und Feedback abgeben. Wir haben innerhalb weniger Stunden hunderte Bewerbungen drauf bekommen. Eigentlich mit der Ansage, dass wir etwa 20, 30 Leute auswählen. Nach 2 Tagen waren es über 1500 Bewerbungen und wir waren wahnsinnig genug zu sagen, jeder, der sich beworben hat, kriegt einen Litza Superteig nach Hause geliefert. Warum haben wir das gemacht? Das ist eine geniale Startzielgruppe. Wir können sofort Feedback von hunderten Leuten einholen, haben Bilder und Tests, wissen dann Bescheid über, was kommt an, was schmeckt, ist die Größe gut, sättigt es genug, wie ist der Preis. Wir haben also ganz viel echte Marktforschung betrieben mit diesem Superteig Beta-Test über Social Media, über 1000 Leute erreicht, die nachher auch zum großen Teil auch als Ambassadors, also Botschafter für uns mitgewirkt haben. Es gab einige, denen hat es überhaupt nicht geschmeckt, aber der Großteil, dem hat es richtig gut geschmeckt und die haben dann drauf gewartet und ihre Freunde irgendwie mit ins Boot geholt, wann Litza endlich live geht, weil dann können wir das im Online-Shop bestellen. Dieser Beta-Test war also nicht nur gut, um zu lernen, sondern wir haben direkt erste potenzielle Kunden aufgebaut, die quasi auf den Launch im Online-Shop gewartet haben. Hack Nummer 3, Marktleiter-Mailing. Etwas später, so im Jahr 2018 versuchten wir in weitere Point of Sales, also Supermärkte, reinzukommen. Wir haben uns gefragt, wie machen wir das? Wie kommt man einfach in diese Märkte rein? Und wir kamen drauf, ganz atypisch für Digitalgetriebene, ein Postmailing zu versenden. Wir haben uns also mit einem speziellen Dienstleister ausgetauscht, der für uns einen hübschen Brief gedruckt hat und wir haben im Internet rausgefunden, welche Adressen welche Märkte haben, haben das an die Marktleiter adressiert und haben mit wenigen 100 Euro x 100 Mailings rausfeuern können mit so einem kleinen Litza-Goodie drin, haben also für einen Invest von wenigen 100 Euro nachher Bestellungen von x 1000 Euro erzielt, weil das die Marktleiter interessant fanden, weil die das einfach mal probieren wollten und wir der Überzeugung waren, hey, das Produkt hat schon in so vielen Märkten funktioniert, das wird auch bei dir klappen, das ist eine geile Umsatz-Opportunity für dich und es war auch eine gute Umsatz-Opportunity für uns, weil der Invest, der Return on Invest, ziemlich gut war auf diese wenigen 100 Euro Geldeinsatz.
So, und Hack Nummer 4 ist nicht von mir selbst, sondern von einem befreundeten Gründer und ich finde den so geil, dass ich den einfach hier teilen will. Wir waren auf einer Handelsmesse, muss man sich vorstellen, wo ganz viele Industrieunternehmen ihre Produkte an verschiedene Marktleiter vorgestellt haben. Da waren wir also in einer riesigen Halle mit ganz vielen Konkurrenzunternehmen und mein befreundeter Gründer hat sich den Spaß erlaubt, am Abend vorher in den umliegenden Hotels Flyer für seine Produkte unter der Tür hindurchzuschieben. Und der Vorteil war, dass die Leute, die dann abends eingecheckt haben, ungeteilte Aufmerksamkeit auf diesem Produkt hatten und dann schnurstracks zu dem Stand hingegangen sind am nächsten Tag, ohne sich in der Fülle aller Stände zu verlieren. Ich weiß nicht genau, wie viel Umsatz ihm das eingebracht hat, aber ich fand es so smart, dass ich das hier einfach teilen wollte. Wenn du Bock hast, schneller mit deinem Startup zu starten, dann abonniere doch diesen Kanal und wer weiß, vielleicht sehe ich dich ja gleich in einem der nächsten Videos. Bis dahin, servus!